So, wie immer herzlich willkommen. Ich warte mal ganz kurz, dass sich ein paar Leute dazu schalten und freue mich jetzt wieder auf eine Stunde Instagram Live Infonachmittag hier aus dem Augusta Krankenhaus in Bochum. Mein Name ist Benedikt Gottschlich, ich bin der leitende Arzt der Geburtsklinik hier im Augusta Krankenhaus und hoffe, man sieht und hört mich. Ich sehe gerade, meine liebe Assistenzärztin, die letzte Nacht hier mit mir verbracht hat, hat sich gerade auch schon dazu geschaltet. Hallo Luisa. Seht es mir nach, wenn ich ein bisschen Augenränder habe und etwas müde aussehe, weil ich habe die letzte Nacht tatsächlich nicht so ganz so viel geschlafen. Und werde es trotzdem, wie immer, euch eine Stunde hier unterhalten circa. Immer auch ein bisschen abhängig davon, wie viele Fragen ihr mir stellt. Also ich freue mich immer sehr, wenn ihr im Chat oder über den Fragebutton alternativ euch gerne einbringt und alles fragt, was ihr gerne wissen wollt zur Geburt und drumherum, weil das dann diese ganze Veranstaltung auch immer ein bisschen auflockert. Die meisten wissen, dass wir auch Präsenzveranstaltungen wieder anbieten. Also da kann ich auch für Werbung machen. Dann könnt ihr euch bei uns über die Homepage über den Veranstaltungskalender auch gerne für anmelden für unsere Präsenz-Info-Nachmittage. Da haben wir dann auch immer einen Vortrag mit Folien und ein paar Videos, die wir zeigen. Hier ist das nur mein Gesicht, was ihr heute seht. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr das auch so ein bisschen auflockert durch Fragen, die ihr dann stellt. Genau. Ich mache gerne immer so ein bisschen organisatorische Dinge für alle, die jetzt vielleicht schwanger sind und planen, zu uns zur Geburt zu kommen. Handle da gerne am Anfang so ein paar Sachen ab. Habe auch immer gerne den Hinweis am Anfang nochmal auf unsere Elternschule. Da findet ihr auch auf unserer Homepage vom Augusta Geburtshilfe eine Rubrik Elternschule. Wir haben eine sehr große Elternschule mittlerweile mit ganz vielen Angeboten rund um die Geburt. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ist für jeden was dabei. Geburtsvorbereitungskurse bieten wir selbstverständlich an bei uns im Turnstudio gegenüber vom Augusta im Ärztehaus. Da gibt es fortlaufende Kurse mit Lara und auch die Crashkurse mit Shari oder mit der Marin. Und ansonsten natürlich auch immer nochmal der Hinweis mit den ganzen Videos, die wir gedreht haben. Wir planen jetzt übrigens aktuell, da kann ich schon mal darauf hinweisen, wieder so ein bisschen aktiver zu werden. Wir haben das ja in den letzten Monaten doch ein bisschen ruhiger angehen lassen, was so Live-Videos anging. Und jetzt haben wir schon so einen kleinen Plan im Kopf, dass wir dann ab November, Dezember immer noch mal zusätzlich zu dieser Infoveranstaltung einmal im Monat mindestens ein Live senden werden zu verschiedenen Themen. Vielleicht wiederholen wir auch noch mal ein paar Themen, die jetzt in der Timeline hier bei Insta schon so ein bisschen runtergewandert sind. Wer da Interesse hat, kann auch gerne in den YouTube-Kanal von uns schauen. Da haben wir die ganzen Videos auch gespeichert und da findet man das manchmal dann noch so ein bisschen besser sortiert. Wenn wir Live-Videos speichern, dann kann man halt im Screen nicht als erstes Bild sozusagen anzeigen, worum es in dem Live-Video geht. Und deswegen muss man sich da bei Insta doch so ein bisschen durchkämpfen. Oder über unsere Highlights gehen im Profil, da geht das natürlich auch. Genau, ansonsten in der Elternschule viele Angebote, auch zum Stillen natürlich mache ich immer gerne Werbung für unseren Stillvorbereitungskurs oder den Stilltreff dann nach der Geburt. Werden beide Kurse in der Regel von der Agnes geleitet, der Stilltreff. Und der Stillvorbereitungskurs ist auch kostenlos für alle, die planen, bei uns zu gebären. Wir geben euch auch im Rahmen der Geburtsanmeldung da Infos zu. Allerdings ist es auch möglich, wenn man jetzt schon früher sich in der Schwangerschaft ein bisschen mit dem Stillen beschäftigen möchte, diesen Kurs zu besuchen. Da findet ihr auch dann die Anmeldemöglichkeiten, die Kontakte, beziehungsweise das ist eine Telefonnummer. Es geht übers Stationssekretariat, findet ihr auch auf der Homepage, da könnt ihr euch gerne für anmelden. Genau, schaut da einfach rein. Und dann habe ich hier gerade mal schon zwei Fragen, glaube ich, gesehen, auf die ich mal kurz eingehen könnte. Ob im Augusta das Ersttrimester-Screening durchgeführt wird und
dann, ob im August das Zweitrimester-Screening durchgeführt wird. Nein, das machen wir beides hier nicht. Wir haben in Bochum gibt es mehrere Gynäkologinnen oder auch reine Pränatalpraxen. Da ist einmal zum Beispiel gegenüber vom August auch im Ärztehaus bei der Frau Dr. Fittinghoff, Pränatal Bochum. Dann gibt es aber auch die Frau Poljewka, die ist am Josefskrankenhaus angegliedert. Die machen, sind reine Pränatalpraxen, machen dieses Erst- und Zweitrimester-Screening, Organscreening. Und manche niedergelassene Gynäkologin, zum Beispiel Frau Schweighöfer, hat auch die Qualifikation vom DGUM 2, die macht das auch in der Praxis. Da müsstet ihr euch dann bitte an diese Stellen wenden. Ich habe allerdings auch eine Fachärztin hier im Kreißsaal, das ist die Frau Kaltum, die auch mit in der Pränatalpraxis arbeitet. Aber da das dann für eine Klinik auch mit Abrechnung und so ein bisschen schwierig ist, machen wir halt diese Untersuchung in der Regel nicht hier in der Klinik, sondern da würde ich euch dann an diese anderen Praxen gerne verweisen. So, dann geht es hier schon um die Einleitung und Familienzimmer. Und Familienzimmer schon während der Einleitung, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil wir, und die Anmeldung zur Geburt, genau, das sind halt auch so die Sachen, die würde ich jetzt am Anfang gerne erstmal erzählen. Also grundsätzlich vielleicht erstmal zu der Station und den Familienzimmern ganz kurz. Also in den Präsenzveranstaltungen mache ich mir immer einen Spaß daraus und frage dann immer in die Runde, da sitzen meistens dann so 50 Menschen, werdende Eltern vor mir und frage immer in die Runde, wer denn das erste Baby bekommt. Da gehen schon mal fast alle Hände hoch, es sind sehr häufig dann die Frau mit dem ersten Baby, die sich dann da vorstellen. Und dann frage ich als zweites, wer möchte ein Familienzimmer? Und dann gehen im Grunde auch fast immer fast alle Hände hoch. Das heißt, der Wunsch nach einem Familienzimmer ist bei euch immer sehr, sehr groß. Und auch im Rahmen der Geburtsanmeldung notieren wir das natürlich schon. Wer fragt das dann auch schon die Sekretärin vorher ab. Und im Grunde ist es wirklich so, dass ganz, ganz viele sich ein Familienzimmer wünschen. Wir haben auf der Station natürlich immer eine begrenzte Kapazität. Wir haben viele Geburten und es ist in der Geburtshilfe halt immer so, dass wir ganz vielen Schwankungen unterworfen sind. Also, dass man natürlich durchschnittlich was sagen kann. Durchschnittlich haben wir so 4, irgendwas Geburten hier pro Tag. Hatten letztes Jahr 1.505 Geburten. Dieses Jahr werden es noch mal ein paar mehr werden, an die 1.600 vielleicht. Und trotzdem auf den Tag runtergerechnet sind es dann so 4, irgendwie Geburten. Und unsere Station hat 13 Zimmer. Alle Zimmer der Station sind auch familienzimmertauglich. Davon sind 4 Einzelzimmer, die aber auch als Familienzimmer eingerichtet werden können. Und die anderen 9 Zimmer sind alles Doppelzimmer. Und mit den 13 Zimmern kommen wir dann häufig gut zurecht, wenn wirklich nur 4 Geburten im Schnitt dann am Tag sind und sich das gut verteilt, dann habt ihr so ungefähr 2 bis 3 Tage Liegedauer mit dem vielleicht kurzen Teil vor der Geburt oder manchmal auch ein bisschen länger noch vor der Geburt und dann nach der Geburt sind es halt in der Regel nach vaginalen Geburten häufig so 2 Nächte, die man bei uns ist, manchmal auch 3. Aber im Durchschnitt sagen wir mal 3 mal 4 Geburten pro Tag wären 12 Zimmer und mit 13 Zimmern müsste man ja dann ganz gut zurechtkommen, dann hätten wir ja noch ein Zimmer frei. Aber das ist leider mitnichten so. Wir haben durchaus auch manchmal an einem Tag 8 Geburten, 9 Geburten, 10 Geburten und dafür mal an einem Tag nur 1 oder 2 Geburten. Und das ist halt leider nicht so richtig planbar. Wir können wenige Dinge planen, geplante Kaiserschnitte können wir planen, Einleitung kann man auch planen, aber da weiß man trotzdem nicht, wann dann das Baby kommt. Und dementsprechend ist das immer so ein bisschen schwierig und wir können niemandem ein Familienzimmer versprechen und haben dennoch an vielen Tagen doch viele, die dann auch ein Familienzimmer bekommen. Aber andererseits muss ich auch sagen, es gibt immer ein paar Tage im Monat, und manchmal auch ein paar Tage hintereinander, da ist die Station wirklich rappelvoll und wir haben die 9 Doppelzimmer mit 2 Frauen und 2 Babys belegt und wir haben die 4 Einzelzimmer dann vielleicht noch als Familienzimmer. Und das ist einfach unser Geschäft. Ja, da kann man das auch nicht vorher buchen oder so. Und jetzt zu der Frage, hier ist nämlich die Frage, ob man bei einer Geburtseinleitung schon ab der Einleitung ins Familienzimmer gehen kann, wenn man jetzt eine Einzelzimmerversicherung hat, ins Einzelzimmer kommt, ist das nicht so das Problem. Da würde das gehen. Ansonsten ist es so, dass wir grundsätzlich Einleitung eher
zunächst mal die Frau aufnehmen und dann gucken, dass wenn es dann wirklich zur Geburt kommt, ist der Mann ja sowieso dann an eurer Seite oder eure Begleitung dabei. Und dann schauen wir halt ab dem Zeitpunkt, ob es dann auch klappt mit dem Familienzimmer. Wenn es mal sehr ruhig ist und sehr leer ist, dann kann man natürlich auch darüber sprechen, ob man schon mit der Einleitung aufgenommen wird. Aber das kann ich nicht garantieren. Genauso kann es halt leider auch mal passieren, dass ihr irgendwie ein Familienzimmer schon habt und wir dann doch plötzlich 4, 5, 6 Frauen neu aufnehmen müssen und dann sagen müssen, sorry, es tut uns leid, aber wir müssen leider manchmal auch dann Familienzimmer wieder auflösen. Also auch das passiert. Die Station ist super motiviert, die Krankenschwestern, die geben sich immer ganz viel Mühe, dass man das auch so ein bisschen gerecht verteilt, dass die einen Familienzimmerwunsch haben, wenn möglich auch dann das zumindest dann auch gerade direkt nach der Geburt bekommen. Und manchmal ist es halt auch unproblematisch, aber manchmal müssen wir dann halt leider auch sagen, okay, es ist voll, weil auch von, wenn ihr jetzt zuguckt und dann den Wunsch nach Familienzimmer habt, wenn ihr jetzt hier zur Geburt kommen würdet und dann sagen wir euch an der Kreißsaaltür, nee, ihr könnt jetzt nicht mehr aufgenommen werden zur Geburt, weil wir haben alle Familienzimmer belegt und wir können deswegen keine Frau mehr zur Geburt aufnehmen. Das geht natürlich nicht. Und so ist einfach der Stand der Dinge, was das angeht. Genau. Kosten für das Familienzimmer sind bei uns relativ günstig. Wir haben ja eine top renovierte Station. Die haben wir jetzt vor ziemlich genau einem Jahr neu bezogen. Ganz familien- beziehungsweise ganz babyfreundlich. Wir können auf der Station die allermeisten Dinge quasi im Zimmer machen. Ihr werdet nie vom Kind getrennt, das ist immer bei euch. Wir machen auch die meisten Untersuchungen, die man beim Kind dann so nach der Geburt standardmäßig durchführt, im Zimmer. Ansonsten haben wir noch ein Storchenzimmer, wo die U2-Untersuchung täglich stattfindet durch unseren Kinderarzt. Aber ansonsten alles schön in den frisch renovierten neuen Zimmern. Das ist richtig schön. Und da sind 50 Euro mit All-Inclusive sozusagen, also mit Frühstück, Mittagessen und Abendbrot, also Vollpension für die Begleitung, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Ne? Das ist eigentlich ganz günstig, muss man sagen. Ja, das zu den Familienzimmern. Dann auch organisatorisch zur Geburtsanmeldung. Beziehungsweise, da komme ich gleich zu, ich sage noch mal kurz was zu Besuchen, weil das ja auch so ein bisschen zu dem Thema Familienzimmer passt. Und da erzähle ich gerne dann doch mal ein bisschen immer über diese Corona-Pandemie, die ja schon so ein bisschen im Hintergrund ist bei allen und in Vergessenheit geraten ist. Aber während der Corona-Pandemie war es tatsächlich so, dass wir natürlich ab und zu bestimmten Zeiten hier Besuchsverbote hatten. Wir hatten immer Familienzimmer, wir hatten immer von Anfang an die Möglichkeit, dass der Partner bei der Geburt dabei war, auch von Anfang an und nicht erst irgendwie ab vollständigem Muttermund oder erpressend im Kreißsaal, sondern der war bei uns immer zugelassen. Aber wir hatten halt auch auf der Station doch durchaus für die Nichtbegleitung oder wenn es kein Familienzimmer war, halt auch Besuchsverbote. Und das war eigentlich ganz gut, muss man sagen, für euch. Und warum war das gut? Weil viele von euch wollen stillen. Und auch wenn ihr nicht stillen wollt, so eine Geburt kann auch anstrengend sein, vielleicht hat der einen oder anderen Kaiserschnitt. Und es ist natürlich auch viel neu. Bei vielen ist es ja dann von euch auch das erste Kind. Und ihr seid vielleicht auch noch ein bisschen unsicher. Und ihr könnt euch schon mal merken, wenn ihr stillen möchtet, dann ist es halt tatsächlich so, dass man sein Kind mindestens 8-mal, besser sogar 10 bis 12 Mal in 24 Stunden stillen sollte, anlegen sollte. Damit das Kind nicht verhungert, ne, das tut das jetzt nicht so schnell, aber vor allem damit die Milchbildung in Gang kommt. Und wenn ihr überlegt, das 8 bis 12 Mal, das sind alle 2 bis 3 Stunden, die man das Baby anlegt, dann ist das schon relativ häufig und so eine Stillmahlzeit, die kann auch mal kurz sein, 5 bis 10 Minuten, das kann aber auch mal ein bisschen länger dann dauern. Und da ist dann Besuch nicht so förderlich, gerade wenn das jetzt irgendwie dann jede Stunde irgendjemand euch besuchen kommt und vielleicht noch eine Großfamilie oder ihr vielleicht doch kein Familienzimmer habt und dann die Mitpatientin dauernd Besuch empfangen würde oder so, das wäre natürlich auch nicht schön und dementsprechend auch ein bisschen störend. Also sollen eure Eltern oder die Großeltern vom neugeborenen Baby dann auch gerne einmal vorbeischauen. Aber versucht es einfach zu begrenzen. Im besten Fall seid ihr im Familienzimmer in eurer Blase für diese kurze Zeit nach der Geburt, diese intensive Zeit, wo ihr dann auch viel nochmal auf der Station erklärt bekommt und immer fragen könnt und immer Hilfestellung bekommt. Und dann ist manchmal doch vielleicht auch nicht so förderlich, wenn
ja, die Schwiegermutter es wieder besser weiß mit dem Stillen, weil früher hat man alles anders gemacht oder so, mit dem Augenzwinkern natürlich. Und genau, das vielleicht einfach bedenken, ne? Und wir haben ja keine Besuchsverbote mehr. Wir haben offizielle Besuchszeiten, die sind von 14 bis 20 Uhr. Und für den Partner, der nicht im Familienzimmer übernachtet, wird es natürlich nicht so ganz so streng gesehen, wobei man da auch Rücksicht nehmen muss. Ne? Es kann auch nicht sein, dass man dann, wenn man doch im Doppelzimmer liegt, dass man irgendwann kehrt halt auch Nachtruhe ein und dann müssen dann die Begleitung theoretisch dann auch irgendwann mal abends wieder nach Hause gehen. Ne? Das ist dann einfach so. Ja, dann, weil es ja auch gefragt wurde, wie läuft die Anmeldung zur Geburt ab? Ganz genau. Bei uns gibt es im Grunde drei Optionen, sich hier anzumelden. Erstmal ist es jetzt nicht so, wenn ihr euch nicht anmelden würdet, dass wir euch dann wegschicken. Dann dürftet ihr grundsätzlich natürlich trotzdem zur Geburt kommen und hier bleiben und wir würden euch auch aufnehmen. Aber es hat schon ein bisschen auch Sinn, sich vorher anzumelden, weil wir einfach doch viel dokumentieren müssen, viel aufnehmen müssen, eure Anamnese erheben, die ganzen Risiken auch oder vielleicht sind es nicht viele, aber trotzdem die ganzen Daten eures Mutterpasses bei uns in unsere Systeme übernehmen müssen. Und das ist schon so ein bisschen auch ein administrativer Aufwand zum einen. Und der wird dann quasi schon vor der Geburt sozusagen erledigt. Und man hat dann, wenn man sich zur Geburt dann hier vorstellt, habt ihr Zeit, euch direkt auf die Geburt zu konzentrieren. Und vor allem natürlich auch unsere Hebammen, die müssen dann nicht mehr ganz so viele Dokumentationsaufgaben in dem Moment übernehmen, weil das vorher schon passiert ist. Außerdem, wenn man sich hier anmeldet, vorher hat man natürlich die Möglichkeit auch noch mal bestimmte Fragen zu stellen, ja, individuelle Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern, die wir dann auch aufnehmen, die wir auch notieren natürlich, Geburtspläne mitzubringen, wenn man das möchte, wobei viele Dinge, die halt in den standardisierten Geburtsplänen zu finden sind, bei uns tatsächlich absoluter Standard sind. Wir sind hier eine Geburtsklinik, die sehr auf die physiologische Geburt ja, spezialisiert ist, sage ich mal, physiologisch heißt erstmal normal und in den Geburts- und wir sind babyfreundlich zertifiziert und dementsprechend sind viele Dinge, die in diesen Standardgeburtsplänen stehen, bei uns auch absolut Standard. Genau, aber trotzdem könnt ihr das auch mitbringen und dann, welche Möglichkeiten gibt es dann, sich hier anzumelden? Im Grunde zwei bis drei sozusagen, also einmal entweder ärztlicherseits als klassische Geburtsplanung bei mir und meinem Team. Ich bin da häufig mit dabei. Ich habe aber hier im Kreißsaal auch fleißige Assistenzärztinnen und Fachärztinnen, die mir helfen. Ist jeden Tag noch zusätzlich eine Fachärztin im Tagdienst da und mehrere Assistenzärztinnen. Und in dem Rahmen der ärztlichen Geburtsanmeldung, Geburtsplanung machen wir es so, dass wir da in der Regel halt auch noch mal eine Ultraschalluntersuchung durchführen, noch mal gucken, wie das Baby liegt, wie schwer das ist, wie schwer es dann vielleicht auch zur Geburt hin sein könnte. Man kann das schon immer so ein bisschen hochrechnen und natürlich dann auch nochmal mit euch sprechen, die ganzen Daten und so weiter und Wünsche aufnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die Anmeldung bei unseren Hebammen. Die haben eine Hebammensprechstunde und in dem Rahmen wird natürlich auch, werdet auch einmal kurz untersucht, also wird der Bauch abgetastet, da wird dann kein Ultraschall gemacht. Also wenn jetzt jemand zuschaut, der sagt, mir reichen die drei Ultraschalluntersuchungen bei der Frauenärztin und ich habe vielleicht auch schon ein Kind geboren oder zwei und möchte mich jetzt eigentlich nur bei den Hebammen anmelden, dann ist das gleichwertig und auch total in Ordnung und gut. Und die dritte Option ist im Grunde, dass wir auch den Hebammenkreißsaal haben, kann ich gleich dann auch noch ein paar Sätze zu sagen. Und man kann sich halt auch bei den Hebammen im Rahmen der Hebammensprechstunde für die rein hebammengeleitete Geburt anmelden. Was das ist, sage ich gleich. Und jetzt nochmal, wann und wie melde ich mich an? Also im besten Fall geht ihr einfach auf unsere Homepage der Geburtshilfeseite. Da gibt es ein Kontaktformular. Es verlinkt direkt auf der ersten Seite. Und in dem Kontaktformular könnt ihr schon so ein paar Daten von euch eingeben. Der Vorteil ist dann, dass euer Name richtig geschrieben ist, dass euer Geburtsdatum stimmt, dass eure Telefonnummer da richtig eingegeben ist und eure E-Mail-Adresse. Und es werden noch zwei, drei Kleinigkeiten abgefragt. Wir fragen nach Schwangerschaftsdiabetes, wir fragen danach, welche Schwangerschaft das ist, ob es die erste, zweite, dritte ist. Und wir fragen, ob ihr schon mal einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hattet. Und es gibt ein Freitextfeld, wo man auch gerne noch irgendeine Frage oder irgendeine Info reinschreiben kann, wenn man mag. Und dann bekommt unser Sekretariat, die Katja, die Karina, das sind hier die beiden
Krankenschwestern bzw. medizinische Fachangestellte, die seit vielen Jahren jetzt das Kreißsaalsekretariat mitbetreuen, die auch die Geburtsplanung dann mitbetreuen, wenn ihr euch hier vorstellt zur Anmeldung. Und die bekommen dann eine E-Mail und können dann euch zurückrufen und können das auch so ein bisschen besser koordinieren. Das Kreißsaaltelefon und das Sekretariatstelefon, das klingelt sowieso sehr, sehr viel und sehr häufig. Und da ist es schön, wenn ihr das über dieses Formular macht. Ihr werdet innerhalb von 3 bis 5 Werktagen spätestens normalerweise dann kontaktiert. Wenn es doch mal viel länger dauert, dann könnt ihr auch gerne noch mal dann telefonisch anrufen. Aber eigentlich arbeiten wir das dann immer relativ zügig ab. Und genau, dann der Zeitpunkt. Also der Zeitpunkt der Anmeldung. Jetzt haben wir im Moment die Herbstzeit und die Wintermonate. Das heißt, wir haben ein ganz bisschen weniger Geburten, als es im Sommermonaten ist. Unser stärkster Monat dieses Jahr war, glaube ich, der Juni oder der Juli. Im letzten Jahr und im vorletzten Jahr war es der September. Der Oktober war jetzt auch nochmal relativ stark. Im November haben wir jetzt, glaube ich, ein paar weniger Geburten. Das ist natürlich alles auf hohem Niveau. Das heißt dann, anstelle von 140 oder 150 Geburten im Monat sind es dann vielleicht 120 oder 130. Also es ist weiterhin so, dass auch die Sprechstunde, die Geburtsanmeldungssprechstunde, doch immer relativ gut gefüllt ist und es ganz sinnvoll ist, wenn man sich auch relativ früh meldet. Zu früh geht eigentlich nicht. Ja, es kann nur mal sein, wenn man sehr spät sich erst meldet, dass man dann vielleicht nicht mehr seinen Wunschtermin bekommt oder dass wir so ein bisschen manchmal sogar, wenn es ganz eng ist, auch sagen müssen, okay, beim Arzt haben wir jetzt keinen Termin mehr, dann könnte dann vielleicht noch zur Hebamme, wenn da noch ein Termin ist. Und also so um die 30. Woche ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, sich zu entscheiden und sich dann spätestens vielleicht zu melden. Wenn ihr später dran seid, gucken wir natürlich, dass wir euch vielleicht auch noch irgendwie unterbekommen, aber das ist eigentlich ganz gut. So melden um die 30. Schwangerschaftswoche und den Termin für die Geburtsanmeldung machen wir dann in der Regel so 4 Wochen vor dem Stichtag, also ungefähr 36. Woche, 35 plus oder 36 plus ist dann meistens der Tag, wenn ihr euch dann hier zur Geburtsanmeldung vorstellt. Genau. Ich hoffe, das war verständlich. Ach so, dann immer noch ein kurzer Hinweis, weil wir das auch diese Woche wieder mehrfach erlebt haben. Es ist total nett, wenn ihr einen Termin mit uns vereinbart und dann nicht könnt, wenn ihr den vielleicht auch absagt. Ja, also da müsst ihr gereicht eine kurze E-Mail oder ihr ruft dann doch mal eben kurz an. Ihr müsst es auch gar nicht begründen. Ja, das ist nicht schlimm, wenn man den Termin wieder absagt, aber es ist für uns immer ziemlich blöd, wenn an Tagen, die eh schon, ja, wenn es eh schon eng ist mit Terminen, wenn dann Frauen einfach nicht kommen. Ich meine, dann klar, ich habe immer was zu tun und meine Kollegin auch. Wir können uns dann sicherlich schon beschäftigen und trinken dann nicht hier alle nur Kaffee. Aber die anderen Frauen, die vielleicht dann keinen Termin mehr bekommen, für die ist es schade. Und deswegen diese Woche waren es auch wieder mehrere Termine, die einfach nicht wahrgenommen wurden. Und das ist immer so ein bisschen, finde ich immer ein bisschen blöd. Genau, das noch dazu. So, dann scroll ich nochmal weiter, ob es da noch irgendwie eine Frage gibt. Ja, genau, das ist zur Geburt, mit wie viele Personen anwesend sein können. Und Geschwisterkindern im Familienzimmer, das sind immer so die so Standardfragen, die hier auch häufig kommen. Ja, hier ist jemand, das sage ich jetzt nochmal, weil das jetzt auch was ist, was so auf dieses Thema Geburtsplan und Geburtsplanung hin ist die Frage. Also hier wird gefragt, könnte die Nabelschnur von dem Partner durchgeschnitten werden? Wir haben vergessen, das während der Geburtsplanung zu erwähnen. Niemand muss erwähnen, dass der Partner die Nabelschnur durchschneiden möchte. Das ist absoluter Standard. Das müssen wir auch gar nicht notieren, weil jede Hebamme und auch wir Ärzte bei den vaginalen Geburten immer dem Papa das anbieten oder der Partnerin, die es ja auch manchmal ist. Ja, das ist absoluter Standard, da ist der Partner schön eingebunden. Wir lassen bei uns im August da die Nabelschnur normalerweise immer auspulsieren. Wir haben eher so ein passives Management der Plazenta-Periode, der Nachgeburtsperiode, geben auch nicht jeder Frau dann irgendwie Oxytocin, sondern warten erstmal geduldig und wenn alles normal läuft, lassen wir die Nabelschnur erstmal auspulsieren. Das hat den Sinn, dass einfach das Baby noch so ein bisschen von seinem eigenen Blut mitbekommt. Ihr müsst euch vorstellen, dass in der Plazenta und der Nabelschnur so 30-40% des Blutvolumens sind im Bauch. Da ist das ja ein Kreislauf. Plazenta, also Mutterkuchen, Nabelschnur, Baby ist ein Kreislauf, ein Blutkreislauf.
Und wenn man etwas verspätet, verzögert abnabelt oder das auspulsieren lässt, dann bekommt das Baby halt noch ein bisschen mehr roten Blutfarbstoff mit, mehr von seinem eigenen Blut und hat einen höheren HB-Wert nach der Geburt. Und das Hämoglobin, das transportiert den Sauerstoff durch unseren Körper. Und wenn man davon ein bisschen mehr hat nach einer Geburt, dann ist das fürs Kind nicht so ganz verkehrt. Und dann kommt immer die Frage, ob der Partner dann die Nabelschnur durchtrennen möchte. Da müsst ihr keine Angst haben, das vergisst keiner. Und wenn er das nicht möchte, ist aber auch nicht schlimm, ne? Also wenn jetzt Männer zugucken oder ihr mit eurem Partner darüber sprecht, dann ist es auch nicht verpflichtend. Also man muss die Nabelschnur nicht durchtrennen, wenn man das nicht möchte. Es gibt doch durchaus den einen oder anderen Mann, der dann auch manchmal sagt, nee, das ist nichts für mich. Und dann vielleicht spontan in der Situation, weil er sich doch so freut, dass jetzt seine Frau es endlich geschafft hat und das Baby da ist und das dann kuschelnd bei der Mama schon liegt, das sich dann doch zutraut. Aber wenn ihr es nicht selber machen wollt, dann machen wir das auch gerne für euch. Oder ihr als Gebärende dürft natürlich auch die Nabelschnur sonst selber durchtrennen. Genau. So, dann, weil das ja auch organisatorisch ist, noch kurz dann einmal auf diese Fragen mit zweite Person und Geschwisterkinder. Also Geschwisterkinder im Familienzimmer sind bei uns tatsächlich nicht so gerne gesehen. Das ist auch etwas schwierig, müssen wir sagen, weil wir haben in den Zimmern keine Kinderbetten, ja, je nachdem wie alt das Geschwisterkind ist. Wir haben kein Reisebett oder irgendwie ein Beistellbett für das ältere Geschwisterkind. Außerdem finden wir es auch sinnvoll, wenn man sich vielleicht dann erstmal auf das Neugeborene so ein bisschen konzentriert und das Geschwisterchen kommt dann eventuell mal einmal zu Besuch. Wir haben das in Ausnahmefällen auch schon gemacht, vor der Corona-Pandemie sogar ein bisschen häufiger, unter Corona dann gar nicht mehr. Und jetzt im Nachgang, wenn es irgendwie gar nicht anders geht, dann muss man es besprechen. Es ist aber allerdings da auch genauso, wir können ja noch nicht mal das Familienzimmer jetzt jedem garantieren und dementsprechend kann man halt auch nicht garantieren, dass das ältere Geschwisterkind hier mit übernachten kann. Und wir sehen das auch eher kritisch. Wir haben auch niemanden, der sich dann um dieses Kind kümmert, während der Geburt zum Beispiel. Das muss man irgendwie versuchen, im besten Fall selber zu organisieren. Ich weiß, dass manche dann ja gerne ihren Mann dabei haben möchten, aber das Kind vielleicht noch nicht bei Oma und Opa schlafen mag, alleine oder es noch nie getan hat. Das ist vielleicht eine gute Chance, das dann zu tun und auszuprobieren. Oder die Großeltern oder wer auch immer, es gibt keine oder die wohnen halt weiter weg. Ich kenne diese Probleme, ich verstehe die auch, aber es ist auf der Station, die Zimmer sind auch nicht riesengroß. Wenn die auch schön renoviert sind, ist es doch eher ein bisschen schwierig mit den Geschwisterkindern. Genau. Und die andere Frage, wie viele Personen bei der Geburt dabei sein sollen, da würde ich auch eigentlich alle bitten, in Möglichkeit, dass ihr eine Partnerin, einen Partner oder eine Begleitung mitbringt. Man kann durchaus auch mal einen Wechsel haben. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regel, kann man in der Geburtsanmeldung das schon mit uns mal besprechen. Ich habe hier mal vor, weiß ich nicht, ich glaube, das war auch zu Corona, haben wir mal eine Umfrage gemacht in der Story zu dieser Thematik und da waren tatsächlich dann auch 95% oder 98%, die wollten nur eine Begleitung dabei haben. Aber in Ausnahmefällen kann man darüber sprechen. Das Problem ist auch so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier eine Klinik oder auch ein Kreissaal, ein sensibler Bereich, der ist abgeschlossen, da ist eine Tür, an der ihr klingelt und dann kommt die Hebamme und öffnet euch die Tür, aber da kann man nicht einfach so rein und raus rennen, damit es auch einfach so ein bisschen auch im Kreißsaalflur ruhig ist und eine entspannte Atmosphäre ist. Und wenn hier dann irgendwie mehrere Begleitungen eine Frau begleiten wollen und dann immer rein und raus und wieder auf die Toilette oder der eine und der andere, das ist einfach mega störend und anstrengend. Die Hebammen möchten sich hier gerne auf euch konzentrieren, euch unterstützen, im besten Fall 1:1 betreuen in den Geburtsphasen. Und genau, das ist da so. Also dringende Empfehlung, nur eine Person mitzubringen in Ausnahmefällen. Wie gesagt, sowas dann auch in der Geburtsplanung nochmal mit mir oder meinen Kolleginnen einfach besprechen. So, das war jetzt sehr ausführlich zu diesen Fragen. Dann geht's weiter. Ja, wunderbar. Die Frage finde ich auch klasse. Das wird selten gefragt, aber ich erzähle es vor allem bei den Präsenzveranstaltungen, erzähle ich es immer. Ich gucke mal, ich bin jetzt hier gerade in unserem, sage ich mal, Überwachungsraum. Das ist kein richtiger Kreißsaal, also kein Geburtsraum im Kreißsaal.
aber ein Raum, wo wir halt auch so zum Beispiel Einleitung machen, CTG-Gerät haben für CTG-Überwachung, wo man auch im Notfall mal eine Geburt machen könnte, wenn doch alle anderen Räume vielleicht belegt sein sollten. Und auch hier, ich gucke mal, ob das funktioniert, kann einmal schwenken. Genau, ihr seht jetzt, hier ist so ein normales Bett, ne? Also kein Kreis, Geburtsbett, so ein normales Bett, da ist ein CTG-Gerät. Und da an der Wand seht ihr so ein Kästchen und auch so ein buntes kleines Schild darunter mit einer kurzen Beschreibung. Und das, gerade kurz weg hier, mein Handy hat gerade gesprochen, das haben wir tatsächlich auch in allen normalen Geburtsräumen hier im Kreissaal. Und dieser Kasten, das ist quasi ein Bluetooth-Modul, da ist einmal ein Radio, da könnt ihr über die Deckenboxen auch einfach Radio Bochum oder WDR2 oder 1 Live oder was auch immer anmachen. Aber ihr könnt auch euer Handy oder ein Bluetooth-fähiges Gerät quasi, eine Playlist quasi damit verbinden und eure eigene Musik abspielen. Und das passt ganz gut zu dem Thema auch Geburt an sich, weil ihr werdet Geburt alle etwas anders empfinden. Ja, und wir sind total... oder wir freuen uns natürlich über jeden, der auch Geburt vielleicht als etwas Schönes, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht sich mit Dingen beschäftigt auch, mit Hypnobirthing oder friedlicher Geburt, wie auch immer, und Geburt so annimmt und vielleicht auch, ja, über eine gute Atmosphäre, wie Musik, nette Person an der Seite, liebe Hebamme, nette Ärztin am Ende, vielleicht abgedunkeltes Licht. Wir können in allen Kreissälen, auch in den Sommermonaten, wenn es sehr hell ist draußen, haben wir Blickdichte oder Abdunklungsrollos, sodass wir auch ein bisschen dunklere Atmosphäre machen können. Und man weiß, dass eine gute Atmosphäre in der Geburt die Physiologie unterstützt. Das heißt, dass auch die Hormone, die ausgeschüttet werden, die für die Wehen zuständig sind, die aber auch die Endorphine im Gehirn, also eure eigenen körpereigenen Schmerzmittel, Opiate, dass die bei einer schönen Atmosphäre einfach besser funktionieren und ausgeschüttet werden. Und da gehört Musik sicherlich dazu. Und so gibt es dann doch tatsächlich auch manche, sogar auch beim ersten Kind, wo die Geburt ja doch manchmal ein bisschen länger dauert, die gut durch die Geburt kommen und vielleicht wie Doulas, wie Hypnobirthing-Lehrerin das ja auch erklären, dann versuchen die Wehen nicht so als Schmerz zu empfinden, sondern als Welle, ja, und dann hat man die Welle und kann darüber surfen und hat die Pause und ihr habt immer mehr Pausen in der Geburt als Kontraktion und Wehen. Und das mit der Musik wird tatsächlich meiner Meinung nach viel zu selten genutzt. Es gibt immer wieder Geburten, wo wir Musik dann anhaben, aber ich finde das immer prima und dann ist es auch egal, was ihr für Musik da abspielt, das müsst ihr dann selber entscheiden, welche Stilrichtung das ist. Wir sind da offen und ganz entspannt. Das ist das eine, ja, genau. Und dann gibt es, wenn wir da auch so ein bisschen vielleicht jetzt mal über Geburt reden und über Schmerztherapie, dann gibt es manche von euch, die tatsächlich mit diesen alternativen Dingen gut zurechtkommen, die vielleicht nicht direkt irgendwie ein Schmerzmittel verlangen, was wir ihnen intravenös verabreichen oder klassisch, sondern die einfach mit einer Massage gut zurechtkommen, mit unserem Tänzgerät. Also wir haben vier Tänzgeräte. Tänzgeräte, das sind so Elektroden, die man sich aufkleben kann, in der Regel am Rücken. Und dann gibt es so einen kleinen Kasten und dann wird so ein niederfrequenter Strom ausgesandt, der auch quasi das so ein bisschen massiert. Das finden auch einige ganz, ganz gut. Dann gibt es dann unsere Badewanne, unseren Wassergeburtsraum mit der Badewanne, wo man Entspannungsbad nehmen kann. Es geht natürlich um eure Position, die ihr einnimmt, um die Atmung, um die Bewegung und diese ganzen Dinge. Da haben wir viele nützliche Hilfsmittel natürlich, Petsi-Bälle und Seile und Matten und Würfel und so weiter, dass man da sich austoben kann. Und da werden einige von euch mit diesen Dingen gut zurechtkommen. In frühen Geburtsphasen noch mehrere von euch, in der Latenzphase, vielleicht sogar noch auf der Station, da können wir auch Petsi bei euch mit auf die Station geben, wenn es wirklich noch ganz am Anfang der Geburt ist. Wir haben unsere Doula auf der Station, die da auch immer wieder mitarbeitet und dann auch gerne mithilft in diesen frühen Geburtsphasen. Und manche von euch werden auch durch die weiteren Geburtsphasen, wenn ihr immer aktiv in der Geburt seid, wenn ihr dann kontinuierlich den Kreißsaal belegt und ja, die Wehen und die Wellen regelmäßiger, intensiver und in kürzeren Abständen kommen, auch da vielleicht so durchkommen. Genau, und das ist so die Idealvorstellung, ja, natürlich. Und es gibt diese Geburten durchaus und im August da auch gar nicht so selten, immer wieder. Ja, und
Trotzdem will ich auch immer bin ich gerne realistisch und ich bin jetzt 18 Jahre, glaube ich, im Beruf und Geburtshelfer. Und jeder ist anders und es wird doch den einen oder anderen auch von euch, die jetzt zugucken, geben, der wird Geburt nicht so toll finden und so entspannt, sondern der wird es einfach richtig schrecklich schmerzhaft finden. Ja, und der wird in der früheren Geburtsphase sich schon wünschen, dass wir ihm was Stärkeres geben gegen die Schmerzen. Und wird es nicht so als Welle empfinden, sondern vielleicht als eher als Tsunami, ja, und Orkan und ja, braucht einfach mehr Unterstützung. Und das ist einfach so ganz individuell unterschiedlich. Natürlich spielt auch immer eine Rolle, ist es das erste Kind, das zweite, das dritte, wie lange dauert so eine Geburt? Und was so Schmerztherapie ansonsten angeht in der Geburt, ist es halt bei uns so ein abgestuftes Schema, diese ganzen Alternativen, die ich jetzt so ein bisschen angesprochen habe. Die werden so die erste Stufe, dann gibt es die klassischen Schmerzmittel, Paracetamol, Buscopan, Spascopril, entweder auch als Tablette, als Zäpfchen oder Infusion. Dann gibt es bei uns Opiate, die wir in der Geburt geben. Wir haben hier im Augusta kein Lachgas, wir haben da anstelle des Lachgas das Meptid, das ist ein Opiat, was man intravenös über die Vene dann verabreicht, dafür braucht man auch einen Zugang. Und wir haben natürlich eine PDA-Möglichkeit und das ist jetzt tatsächlich so, dass ihr dann auch immer mitentscheidet und ihr selber entscheidet, wann der Zeitpunkt ist, wo ihr euch vielleicht dann doch eine PDA wünscht. Und das kann man gerade beim ersten Kind natürlich vorher auch nicht so genau wissen. Haltet euch einfach alle Optionen auf und offen. Und wichtig ist halt auch dann einfach die gute Unterstützung, dass die Hebamme an eurer Seite ist, vor allem in der aktiven Geburt oder auch dann zum Ende hin, ja, in der letzten Geburtsphase, in der Austrittsperiode, wenn der Muttermund ganz geöffnet ist irgendwann, wenn ihr dann irgendwann automatisch vielleicht auch das Gefühl habt, ihr möchtet euer Baby rausschieben, da sollte definitiv spätestens da wirklich immer 1:1 eine Hebamme bei euch sein. Und jetzt versuche ich mal eben den Schwenk, bevor ich weiter auf Fragen hier gucke, nochmal zu finden zum Hebammenkreißsaal. Das passt jetzt ja auch mit den Hebammen. Also wir haben hier eine ganz gute Hebammenbesetzung, muss man sagen, mittlerweile. War auch nicht immer so. Während Corona war das schon manchmal auch ein bisschen brenzlig hier und schwierig bei den vielen Geburten. Mittlerweile sind es, glaube ich, 24 Hebammen, die im Team arbeiten. Und wir haben jetzt auch wieder Neueinstellungen in den nächsten Monaten schon einige geplant, auch so eine kleine Warteliste sogar an Hebammen, die gerne hier arbeiten möchten. Und wir brauchen auch viele Hebammen. Es sind in der Regel 3 Hebammen im Frühdienst bei uns, 3 Hebammen im Spätdienst und 2 Hebammen im Nachtdienst. Manchmal aber auch zum Beispiel an den Tagen, wo wir so Kaiserschnitte planen, kommt noch eine zusätzliche Hebamme für die Hebammensprechstunde, kommt noch eine zusätzliche Hebamme, wenn möglich, sodass wir dann ganz häufig auch mit unserer Geburtenzahl es schaffen, euch wirklich eine gute Hebammenbetreuung zu geben in der Geburt. Im besten Fall halt eine 1:1 Betreuung und dann im Hebammenkreißsaal sogar die 2:1 Betreuung. Was ist der Hebammenkreißsaal? Also wir hatten jetzt diese Woche tatsächlich eine Risikoauditierung hier auch von unserem Hebammenkreißsaal. Und streben an, so ein Zertifikat zu bekommen. Das haben bis jetzt erst 2 Geburtskliniken in Deutschland bekommen mit Hebammenkreißsälen. Ein HKS Plus heißt das und wir hatten jetzt die Zertifizierung, wir haben aber das Ergebnis noch nicht, deswegen kann ich jetzt noch nicht genau sagen, dass wir HKS Plus sind, aber wir werden hoffentlich dann der 3. HKS Plus Kreißsaal in Deutschland. Das heißt, bei uns steht quasi auch dann geprüft durch den Deutschen Hebammenverband nicht nur Hebammenkreißsaal drauf, sondern wir sind auch Hebammenkreißsaal. Und was bedeutet das? Erstmal ist es so, dass wir ja hier als Geburtsklinik und als Unterstützer auch von ärztlicher Seite, was physiologische Geburten angeht, natürlich jede Geburt irgendwie auch hebammengeleitet ist. Ja, egal, ob ihr euch für diesen Hebammenkreißsaal anmeldet oder für die klassische interprofessionelle Geburt bei mir die Geburtsplanung macht, dann trotzdem seid ihr natürlich Hebammen geleitet. In Deutschland gibt es eine Hinzuziehungspflicht der Hebamme zu jeder Geburt und zu jedem Kaiserschnitt. Und deswegen findet hier keine Geburt ohne Hebamme statt. Beim Hebammenkreißsaal ist es allerdings so gedacht, dass euch die Hebammen von Anfang bis Ende, wenn möglich, bei einem physiologischen Verlauf der Geburt, weil die Hebammen sind die absoluten Experten für die physiologische Geburt, ohne Arzt betreuen. Ja, das heißt sozusagen, ihr habt dann quasi
ähnlich wie bei einer Geburtshaus- oder Hausgeburt, wo ja auch kein Arzt anwesend ist, eine rein hebammengeleitete Geburt in der Klinik, aber mit der Sicherheit, dass wir natürlich hier in den gleichen Räumen sind, dass es das gleiche Personal ist an Hebammen und dass wir Ärzte ganz nah da sind und die Medizin und auch die Kollegen der Anästhesie und so weiter und dass wir natürlich trotzdem euch unterstützen können, wenn es notwendig ist. Man hat ja festgestellt, dass hebammengeleitete Geburten interventionsärmer ablaufen, dass seltener zum Beispiel Dammschnitte gemacht werden, dass seltener Sauglockengeburten passieren, dass vielleicht sogar seltener Kaiserschnitte in der Geburt passieren und deswegen hat die Politik das auch gefördert. Wir sind auch gefördert worden vor zwei, drei Jahren sozusagen, haben dann mit den Fördergeldern ganz viele Fortbildungen besuchen können, die Hebammen, und konnten dann September 22 hier den Hebammenkreißsaal eröffnen. Und was allerdings auch immer so alle bei dieser Hebammenkreißsaalgeburt vielleicht wissen sollten, ist, dass manche Dinge dann auch ausgeschlossen sind, beziehungsweise erstmal nicht vorgesehen sind. Da geht es zum Beispiel dann um Opiate in der Geburt, da geht es um geht es auch um eine PDA, die ist jetzt eigentlich nicht gedacht für den Hebammenkreißsaal, weil zu Hause oder im Geburtshaus würdet ihr auch keine PDA bekommen. Da müsstet ihr dann auch in die Klinik für verlegt werden. Sodass, ich weiß, dass das schwierig einzuschätzen ist, aber manche sind ja doch so, auch bei der Geburtsanmeldung, fragen sie gleich nach dem PDA-Bogen, ob wir den schon mal mitgeben können. Und wenn ihr zum Beispiel zu denen gehört, dann ist es natürlich vielleicht nicht sinnvoll, sich jetzt rein für die rein hebammengeleitete Geburt anzumelden. Dann könnt ihr euch auch ganz gerne einfach für den interprofessionellen Kreißsaal anmelden, weil es dann am Ende bei einer physiologischen Geburt, also der Hauptunterschied am Ende ist, dass eine Ärztin dazukommt. Vorher seid ihr Hebammen betreut, aber ganz am Ende wird eine Ärztin oder ein Arzt dazu gerufen. Und bei der rein hebammengeleiteten Geburt haben wir am Ende eine 2:1 Betreuung durch die Hebammen. Das heißt, dann kommt eine zweite Hebamme am Ende der Geburt dazu und keine Ärztin und kein Arzt. Und die Anmeldung macht die Hebamme, die Geburt machen die Hebammen und auch die Entlassung von der Station wird dann von den Hebammen organisiert. So, das jetzt so in ganz kurzen Sätzen, ich hoffe verständlich, was Hebammenkreißsaal ist. Und wem ich jetzt da so ein bisschen Geschmack gemacht habe drauf, den würde ich daran bitte bitten, sich den Zoom-Infoabend mit der lieben Stella, das ist unsere stellvertretende leitende Hebamme, anzuschauen. Der ist einmal monatlich, findet ihr auch im Veranstaltungskalender auf der Homepage, auch die Anmeldemöglichkeit dafür. Und das ist auch erstmal die Voraussetzung, dass ihr den Zoom-Infoabend euch bitte anschaut. Wir fragen dann bei der Anmeldung zur Geburtsplanung für den Hebammenkreis sozusagen dann auch einmal ab, ob ihr den gesehen habt. Da gibt es am Ende dann so einen kleinen Comic, den ihr dann kurz sagen müsst, was da auf dem Bild war. Weil wir einfach möchten, dass sich jetzt nicht zu viele im Hebammenkreißsaal anmelden, die dann am Ende doch dann wieder zu uns müssen. Es gibt einen Kriterienkatalog, ja, es gibt Einschluss- und Ausschlusskriterien. Also manche dürfen auch von vornherein gar nicht im Hebammenkreißsaal gebären. Die sollen von Anfang an unter ärztlicher Aufsicht im interprofessionellen Kreißsaal sein. Und deswegen schaut dann bitte einmal diese Zoom-Veranstaltung mit der Stella euch dazu an. Genau, das ganz kurz dazu. Dann fragt jemand nach den Kaiserschnitten. Ich gehe nochmal kurz zur vaginalen Geburt. Habe ich ein bisschen jetzt über Schmerztherapie, über euer Empfinden so einer Geburt, über Geburtsdauer auch schon so ein bisschen geredet, die halt ganz unterschiedlich ist. Kann jetzt hier nicht alles im Detail den Geburtsvorbereitungskurs machen, aber den werdet ihr sicherlich auch irgendwo besuchen, vielleicht auch bei uns. Und es ist dann aber, wie ich schon sagte, nicht nur, weil wir babyfreundlich zertifiziert sind, das waren wir auch, sind wir seit auch 2 Jahren im Übrigen, aber auch, das haben wir auch vorher schon gemacht. Bei uns ist halt ein wesentlicher Bestandteil neben der guten Stillberatung, dass ihr natürlich bonden dürft und bonden sollt. Und da geht's darum, dass es bei der vaginalen Geburt, wir haben vorhin über das Durchtrennen der Nabelschnur geredet, dann ist das Baby in der Regel halt schon bei der Mama, Haut auf Haut, es wird gekuschelt, das Baby beruhigt sich wieder, ja, das kommt halt auf die Welt und es liegt unter euch, neben euch, vor euch, je nach Geburtsposition und dann brauchen die manchmal auch ein bisschen, bis die vom normalen Geburtsstress so ein bisschen zu sich kommen. Also es ist ganz normal, wenn das Baby da ist, dass es jetzt nicht sofort nach 2 Sekunden schon schreien muss, das darf ein bisschen ankommen, ist noch an der Nabelschnur. Aber dann findet das Kind das ja doch dann irgendwie ein bisschen ungemütlich, weil vorher im Bauch war es bei euch total warm und eng und kuschelig und dann ist es auf der Welt und es ist doch ein bisschen heller und anders und mehr Platz und so weiter und dann schreien die kräftig, die Lunge entfaltet sich
Und dann werden die Babys euch gegeben oder ihr nehmt das Kind selber hoch oder euer Partner gibt euch das Baby an. Da sind wir ganz offen, auch die Hebammen, euch da immer einzubinden. Und dann beruhigt sich das Kind wieder, ja, weil dann liegt es wieder direkt an eurem Herzen und im Bauch hört es die ganze Zeit euren Herzschlag. Und ja, es ist kuschelig warm, weil die Heizung oder die Haut ist die beste Heizung für euer Kind. Es kommt ein Handtuch drüber und wir geben dem Kind dann auch Zeit. Ja, auch nach dem Abnabelungsprozess gibt man dem Kind Zeit. Das muss dann nicht sofort an die Brust gedrückt werden zum Stillen, sondern man kann dem Kind ruhig Zeit geben. Interessant ist immer, oder ganz interessant ist, dass die Vormilch, die ihr alle im zweiten Schwangerschaftsdrittel schon in der Brust habt, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht seht oder es doch noch relativ weich ist, die wird schon gebildet. Und dieses Kolostrum, diese Vormilch, die hat einen ähnlichen Geruch wie das Fruchtwasser, in dem das Baby geschwommen ist vorher. Das heißt, wenn man dem Kind Zeit gibt nach der Geburt und es einfach zwischen den Brüsten locker am Popo festhält, den Kopf natürlich ein bisschen frei auf die eine oder die andere Seite, dass es gut Luft bekommt, dann geht es durch verschiedene Schritte und findet vielleicht irgendwann von alleine sogar eure Brust, ja, und findet den Weg dahin. Und das ist ganz, ganz spannend, dieses Self-Attachment zu beobachten. Ich habe leider meistens nicht so viel Zeit, eine ganze Stunde dabei zu stehen, weil das kann durchaus mal 50 Minuten dauern. Und natürlich unterstützen uns euch die Hebammen dann auch, wenn wir sehen, das Kind hat schon dolle Still- oder Hungerzeichen, dann darf man das natürlich auch früher schon ein bisschen unterstützen und anlegen. Aber das ist einfach schön und wunderbar. Und das Bonding geht auch weiter, das ist nicht nur im Kreis, sondern das ist dann auch auf der Station natürlich so, dass ihr weiter kuschelt. Bei uns im Augusta bekommen alle zu jeder Geburt und zu jedem Kaiserschnitt ein Bonding-Tuch geschenkt mit einem Augusta-Logo. Und da könnt ihr euer Baby reinlegen, das kann auch der Papa anziehen, kann dann auch mal das Bonding natürlich übernehmen. Das hat einfach super, super viele Vorteile fürs Kind, für den Stresslevel der Kinder, für das Stillen, für den Stillbeginn, für eure Bindung und das Ganze. Und das Bonding zieht sich dann einfach durch, auch über den ganzen Aufenthalt. Wir haben auf der Station schöne Beistellbettchen, die modernen, die man auch für zu Hause haben kann, wo man das einfach runterklappt und das Bettchen steht dann direkt am Bett dran, aber die Beistellbettchen werden gar nicht viel benutzt. Meistens sind die Kinder halt kuschelnd bei den Eltern bei uns und werden auch nicht zwingend sofort angezogen, sondern bekommen eine Windel an und es soll so viel wie möglich einfach Haut auf Haut gekuschelt werden. Und jetzt zum Kaiserschnitt. Da machen wir das nämlich genauso. Auch beim Kaiserschnitt wird bei uns gekuschelt und gebondet. Und so sind die Bauchgeburten, die wir machen, in der Regel auch keine traumatischen Erlebnisse. Wenn wir jetzt allgemein über Kaiserschnitte sprechen, dann bin ich total glücklich. Diesen Monat haben wir eine extrem niedrige Kaiserschnittrate. Wir liegen, glaube ich, diesen Monat gerade, aktuell haben wir jetzt gleich, glaube ich, die 100. Geburt im Oktober. Und die Kaiserschnittrate liegt unter 20% gerade. Und das ist für uns auch sehr gut. Ja, wir sind hier mit der Kaiserschnittrate doch immer unter dem Durchschnitt in Deutschland in den letzten Jahren. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 32% ungefähr Kaiserschnitten. Und wir haben hier immer so zwischen 25% und 30% circa. Aber diesen Monat haben wir tatsächlich viele Geburten gehabt, die vaginal liefen. Und vor allem dann auch, was immer am meisten freut für die, die sich eine vaginale Geburt wünschen, dass es dann auch vaginal klappt, weil manchmal gibt es ja doch kleinere oder größere Komplikationen während der Geburt, dass man halt auch manchmal unter der Geburt doch noch im OP landet und einen Kaiserschnitt braucht und zum Glück ganz selten nur einen Notkaiserschnitt. Ja, Notkaiserschnitte haben wir zum Beispiel im letzten Monat keinen gehabt und in diesem Monat auch keinen. Aber natürlich hatten wir den einen oder anderen Kaiserschnitt, den wir unter der Geburt machen mussten, zum Beispiel, weil es Köpfchen vom Kind oder auch manchmal der Popo sich nicht gut eingestellt hat und es zu einem Geburtsstillstand kam. Manchmal sind es auch die Herztöne, wo man dann doch irgendwann zur Sicherheit sagt, das Baby ist nicht fit genug mehr, die ganze Geburt durchzustehen. Und dann in der Regel macht man dann zu einem Zeitpunkt den Kaiserschnitt, dass man halt nicht rennen muss und euch in Vollnarkose legen muss, sondern dass ihr wach seid und euer Partner bei euch ist. Und da haben wir auch einige Videos. Schaut einfach auch nochmal in unserem Profil, in den Reels oder bei YouTube ganz viele Videos auch mittlerweile zu unserem Kaiserschnitt vorgehen. Da sieht man dann quasi, wie das abläuft. Im OP ist es so, dass wir ein
ein Tuch haben mit einem Sichtfenster. Das haben wir auch schon viele Jahre. Wir waren auch, glaube ich, eine der ersten Kliniken in Deutschland, die dieses Tuch von einer holländischen Firma sich organisiert hat, das OP-Tuch. Das heißt, erstmal müsst ihr natürlich nicht zugucken bei der OP. Euer Partner ist bei euch am Kopf, muss auch nichts sehen, weil dann der Vorhang zu ist. Aber sobald das Baby zur Hälfte draußen ist, können wir halt so ein Fenster quasi öffnen und ihr könnt dann schon auf der anderen Seite in den sterilen OP-Bereich reinschauen und seht euer Baby, seht den ersten Schrei, und wir lassen auch im OP so ein bisschen die Nabelschnur auspulsieren. Nicht ganz so lange natürlich wie im Kreißsaal, aber eine Minute normalerweise lassen wir uns Zeit, bevor wir abnabeln. Und dann kommt das Baby im OP sofort zu euch auf die Brust und wir nehmen euch das nicht weg. Das geht nicht in einen Vorraum, wo es erstmal untersucht werden wird, minutenlang, und dann kommt es nachher einmal zum Zeigen und der Papa muss mit dem Baby raus. Nein, das kommt in aller Regel, wenn es fit ist, und die allermeisten Kinder sind auch bei den Kaiserschnitten bei uns fit, kommt es sofort zum Kuscheln bei euch auf die Brust. Wir geben es vom OP-Bereich der Hebamme. Der Anästhesist hört nochmal kurz auf die Herztöne und dann geht es direkt in dieses Bonding-Tuch und es wird ausgiebig gekuschelt. Und wir versuchen euch, wenn es organisatorisch geht, auch als frisch operierte Frau einer Bauchgeburt, dann mit Baby zusammen und dem Papa zusammen im Kreißsaal nachzuüberwachen. In seltenen Fällen, wenn es super voll ist im Kreißsaal, kann es mal sein, dass der Papa eine kurze Zeit nach der OP dann selber bondet und die Mama noch mal in den Aufwachraum geht zur Überwachung, aber in den allermeisten Fällen schaffen wir es, die Frauen auch selber zu überwachen, sodass es überhaupt keine Trennung gibt. Und dann sind Bauchgeburten tatsächlich auch schöne Erlebnisse, mit dem großen Nachteil, dass man halt nachher eine größere Wunde hat am Bauch, die heilen muss. Wir können es leider nicht mit Bauchspiegelung machen, wie vieles andere in der Medizin, in der Gynäkologie, aber auch in anderen chirurgischen Fächern muss man ja häufig gar nicht mehr den Bauch eröffnen, wenn man da irgendwas operieren will. Aber beim Kaiserschnitt wird es nie anders gehen. Und eine Bauch-OP bringt halt Schmerzen mit sich. Das ist einfach so. Da haben wir gute Optionen und Schmerzmittel, die dann auch helfen. Aber das ist natürlich so der Hauptnachteil neben anderen Risiken. Und deswegen versuchen wir natürlich, Kaiserschnitte, wenn es geht, zu minimieren. Aber wir versuchen auch hier, dass ihr selbstbestimmt seid. Nicht nur selbstbestimmt in der Geburt und quasi immer über alles informiert werdet. Wir mit euch Optionen besprechen. Auch vor der Geburt werdet ihr bei schwierigen Entscheidungen auch häufig mein Gesicht sehen oder mit mir sprechen, weil wir dann einfach zusammen einen Weg finden müssen, wenn es um Risikoabwägung geht. Und dann ist das genauso in der Geburt und auch bei einem Kaiserschnitt. Also wenn jetzt jemand sich zur Geburtsplanung bei mir vorstellt und heute zuschaut und sagt, ich habe immer gewusst, wenn ich mal schwanger werde, wenn ich schon ein Baby bekomme, dann muss es ein Kaiserschnitt werden, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe viel zu viel Angst vor der vaginalen Geburt. Dann sind wir halt keine Klinik hier, die sagt, wir lehnen euch dann ab oder so, dass ihr woanders hingehen müsst oder versuchen euch von der vaginalen Geburt zu überzeugen. Ja, ich bin, wie ihr merkt, sehr überzeugt von der vaginalen Geburt, aber ihr seid selbstbestimmt und dann ist es natürlich auch möglich, einen Kaiserschnitt zu machen. Also so richtig Wunsch ist meistens ja nicht, ne? Wunsch-Kaiserschnitte wegen eines Datums würde ich jetzt auch nicht so wirklich mitmachen, aber meistens steckt ja dann irgendwie ein bisschen mehr dahinter. Es gibt auch Frauen, die hatten vaginale Geburten, die doof verliefen und die dann sagen, ich möchte lieber einen Kaiserschnitt. Es gibt auch Frauen, die hatten eine vaginale Geburt, die doof war, die kommen dann zu uns und sagen, sie wollen es jetzt nochmal schöner haben. Ja, das geht auch. Und jetzt nochmal zu der Frage. Zum Kaiserschnitt habe ich jetzt relativ ausführlich ja berichtet. Bonding möglich, habe ich gesagt, natürlich. Und sind Kaiserschnitte auch aus anderen Gründen als zum Beispiel Beckenendlage möglich, habe ich auch erklärt. Und eine Beckenendlage ist halt auch kein zwingender Kaiserschnittgrund. Kann ich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr Fragen irgendwie zu sind zur Beckenendlage, aber da ist es natürlich tatsächlich auch so, dass die Geburtsposition Beckenendlage nicht unbedingt bedeutet, dass man einen Kaiserschnitt durchführen muss. Wir haben ganz viel Erfahrung und sind ein Zentrum für äußere Wendungen. Auch da gibt es viele Videos zu. Also wenn jetzt 1, 2, 3 von euch dabei sind, wo das Kind zum Ende der Schwangerschaft so zur Geburtsanmeldung hin auch 4 Wochen vorher noch in der Beckenendlageposition seid, dann seid ihr hier genau richtig, weil dann schauen wir uns einmal an, ist es vielleicht doch noch mobil? Gibt es die Möglichkeit, das vielleicht mit den Händen von außen zu drehen? Das machen wir ganz, ganz häufig und das ist total risikoarm, dass da ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Ist extrem selten. Das Risiko wegen einer äußeren Wendung im OP zu landen liegt bei 0,2%.
Und einen Notkaiserschnitt habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht wegen einer äußeren Wendung. Ich hatte eine Frau mal dabei, wo wir im Verlauf der Nachüberwachung irgendwann uns für einen Kaiserschnitt entschieden haben. Aber ich glaube, da lag es nicht an der äußeren Wendung, weil die war super leicht. Ich glaube, das Baby hatte einfach ein anderes Versorgungsproblem möglicherweise, was wir nicht so richtig vorher erkannt hatten. Deswegen, also Beckenendlage kommt gerne vorbei. Und wenn wir aber sagen, das ist unwahrscheinlich, dieses Baby zu drehen, oder ihr seid super empfindlich am Bauch und wir tasten und merken schon, dass ihr bei leichter Berührung schon zuckt, dann würde ich euch halt auch keine äußere Wendung empfehlen. Und dann kann man immer noch besprechen, was ist der bessere Weg? Ist es der Kaiserschnitt, die Bauchgeburt, oder ist es vielleicht sogar der Versuch, das Baby vaginal mit dem Popo zuerst auf die Welt zu bringen, weil geburtsunmöglich ist das nicht tatsächlich. Genau. So, das einmal dazu. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Könnte eine Hebamme Fotos und Videos von uns im Geburtsraum machen, wenn wir diese möchten? Musste das zum Beispiel auch während der Geburtsplanung erwähnen? Wie ist das eigentlich geregelt? Also, wir sind ja hier relativ Foto-Video-affin, auch mit Social Media, ich zumindest. Jetzt nicht jede Hebamme und jede Ärztin. Aber wenn ihr jetzt von euch untereinander, wenn da Fotos gemacht werden sollen, dann ist das überhaupt kein Problem. In der Regel kann es ja auch der Partner übernehmen, ja, also wenn der dann vielleicht die Fotos macht. Es gibt natürlich auch Geburtsfotografen, die man für viel Geld engagieren kann. Hatten wir auch schon einige Male hier, die dann mitkommen zur Geburt. Also das ist auch bei uns möglich, einen Geburtsfotografen mitzubringen tatsächlich. Aber ansonsten ist es einfach nur wichtig, wenn man Fotos macht, dass man das mit der Hebamme abstimmt. Sicherlich, wenn Zeit ist, ne, und gerade nach der Geburt machen wir auch gerne für euch ein Foto als Familie im Bonding. Und gerne dürft ihr mir auch Fotos zur Verfügung stellen, dass wir mal wieder was reinstellen können oder posten können. Und ansonsten mit der Hebamme sprechen und natürlich darauf achten, wenn die Hebamme das nicht möchte, dass sie nicht unbedingt mit auf den Fotos dann drauf ist. Ja, das muss man natürlich besprechen. Aber ansonsten ist das wirklich entspannt. Ihr dürft auch euer Handy mitbringen und selber im Kreißsaal Bilder oder Videos drehen. Ich hatte auch schon mal einen Papa, der hat mir dann ein schönes Foto mal, da haben eine Assistenzärztin und ich eine Untersuchung gehabt in der Geburt seiner Frau, mit dem Ultraschall sogar was geguckt während der Geburt mal. Und da hat er ein schönes Foto gemacht und ich habe das als Hintergrund auf meinem Laptop tatsächlich. Genau, also so läuft das. Dann Fußabdrücke für die Babys, genau, wir haben so kleine Geschenkkärtchen, wo die Hebammen, ich glaube, es sind jetzt Fußabdrücke wieder machen. Eine Zeit lang hatten wir so einen Ausdruck auch eines Fotos, aber ich glaube, jetzt im Moment ist es so eine Karte, wo wir einen Abdruck drauf machen. Also auch das haben wir selbstverständlich. Wir haben eine Babyfotografin, wenn wir gerade über solche Dinge sprechen hier, die liebe Natalia, die täglich über die Station geht und mit in den Zimmern nachfragt, ob sie Babyfotos machen darf oder ob ihr die möchtet. Und genau, das dazu. So, jetzt ist ziemlich genau eine Stunde rum. Fragen sehe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe heute ein bisschen zu allem so erzählt, glaube ich. Ein bisschen zur vaginalen Geburt, ein bisschen zum Kaiserschnitt, äußere Wendung, Beckenendlage. Ja, zum Stillen vielleicht noch abschließend, weil ich das immer gerne erzähle. Wer das schon mal hier gehört hat, der kennt das dann schon von mir, aber ich sage es nochmal gerne. Also als babyfreundliche Klinik sind wir natürlich die Experten, euch für einen guten Start der Stillbeziehung hier zu begleiten. Es ist wichtig, dass ihr auch eine Nachsorgehebamme habt, die euch dann weiter begleitet. Und Thema Wassergeburt, ja, da sage ich dann gleich auch noch was zu. Machen wir erst stillen, weil ich jetzt angefangen habe. Und das heißt aber nicht, dass wenn jetzt jemand hier zuguckt, das ist wieder Thema selbstbestimmte Geburt oder selbstbestimmt sein, wenn jetzt jemand zuguckt und sagt, er will gar nicht stillen, er kann sich das nicht vorstellen. Oder ich hatte eine Brust-OP und der Operateur hat mir gesagt, mit dieser Brust-OP kann ich gar nicht stillen. Da muss man das manchmal hinterfragen, weil das stimmt nicht immer, aber dann ist es natürlich völlig in Ordnung, auch wenn ihr euer Kind nicht stillt, dann bekommt ihr von uns die babyfreundliche Flaschenfütterung gezeigt, ja, und erklärt und erläutert. Auch da gibt es Dinge, die man beachten muss. Und auch da kann man bonden, ja, und sein Kind im Bonding mit der Flasche füttern. Aber wir sind schon natürlich überzeugt davon, dass Muttermilch und Stillen, ausschließliches Stillen im ersten halben Jahr und dann weiter stillen bis zum zweiten Lebensjahr oder darüber hinaus oder, sage ich mal, auch solange Mama und Kind dann weiter stillen möchten,
Aber vor allem diese 6 Monate ausschließliche Stillen, das ist halt tatsächlich super gut. Und warum ist das so? Weil die Muttermilch einfach einzigartig ist. Muttermilch ist genau abgestimmt auf das Baby, auf die Entwicklungsschritte des Babys, die Vormilch, die bei euch jetzt schon gebildet wird, die nach der Geburt dann bei den ersten Stillmahlzeiten rauskommt, die ist abgestimmt aufs Neugeborene von der Zusammensetzung und dann mit dem regelmäßigen Anlegen alle 8 bis 12 Mal in 24 Stunden, alle 2 bis 3 Stunden oder wenn euer Kind möchte, wenn es Hungerzeichen zeigt, dann wird die Milch langsam umgewandelt und man bekommt am zweiten, dritten Tag in der Regel dann die initiale Brustdrüsenschwellung, dann wird die reife Muttermilch sozusagen gebildet und die fließt dann, die Brust schwillt ein bisschen an durch die Lymphe, wird etwas praller. Und dann auch die Zusammensetzung der Muttermilch in der Folge eurer Stillbeziehung, auch nach Tagen, Wochen, die ist immer auf die Entwicklungsschritte des Kindes abgestimmt. Und die Inhaltsstoffe sind nicht nachzubilden von der Industrie. Die Industrie, die Pränahrungshersteller, die freuen sich immer, wenn sie irgendwie einen Stoff vielleicht nachbilden können und dann ist da in der Muttermilch sind da gleich hunderte von, ja. Da geht es um Fresszellen, um Makrophagen, um Antikörper, kann die Industrie zum Beispiel gar nicht nachbilden. Dann geht es um Oligosaccharide, das sind so Zuckermoleküle, die quasi das Mikrobiom des Kindes, also die Darmflora beeinflussen und Bakterien, Bifidusbakterien und so weiter und so fort, Energie, Vitamine, Antikörper etc. Ne, das ist einfach einzigartig und toll. Das wissen die meisten. Und die meisten wissen ja auch, dass Stillen Kinder schützt, vielleicht nicht in einem Detail wovor, aber es gibt gute Untersuchungen, dass Kinder, die ausschließlich gestillt werden, seltener Mittelohrentzündung haben, seltener Magen-Darm-Infekte, seltener Atemwegserkrankungen, zum Beispiel im Neugeborenen- und Kleinkindalter. Und da gibt es wirklich viele gute Untersuchungen. Dann denkt einmal natürlich an den praktischen Teil sowieso. Die Muttermilch ist immer da, ist immer in der richtigen Temperatur und ist kostenlos, ja. Ihr müsst halt auch überlegen, wenn ihr nicht stillt und Babynahrungsutensilien, Babynahrung, Fläschchen, Sauger etc. kauft, dann werdet ihr ganz viel Geld los, locker 4-stelligen Betrag im Jahr. Denkt an die Umwelt, ja, weil dann natürlich auch der Plastikmüll, Fläschchen, Sauger etc. Denkt, ich finde mal plakativ, 1 Liter Babypulvernahrung, dafür werden 1000 oder 2000 Liter Wasser verbraucht, um die herzustellen. Das ist halt auch ein extremer Ressourcenverbrauch. Und dann bin ich auch Frauenarzt und nicht nur Facharzt für Geburtshilfe, sondern für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch im Augusta hier ein großes Brustzentrum und haben viele Brustkrebspatienten, die wir behandeln. Und jede 8. bis 9. Frau in Deutschland erkrankt mittlerweile leider an Brustkrebs. Und wenn ihr stillt und im besten Fall lange stillt und nicht nur ein Baby, sondern vielleicht kriegt ihr 2 oder 3 Kinder und ihr stillt die alle lange, dann könnt ihr euer Risiko an Brustkrebs zu erkranken, und das ist eine wirklich häufige Krebserkrankung, die häufigste der Frau, könnt ihr reduzieren um 30 bis 40%. Also ist es auch gut für euch und es gibt andere Untersuchungen, nicht nur in Bezug auf Brustkrebs, auch auf andere Krebserkrankungen aus dem gynäkologischen Bereich, Unterleibskrebserkrankungen und Vorteile für MS-Patienten und so weiter. Also es ist auch etwas Gutes für die Mama. Die liebe Hebamme Steffi arbeitet nicht bei uns, aber die hat den schönen Spruch und da auch so ein bisschen Kärtchen und so rausgebracht. Stillen ist prima für Mutter, Kind und Klima, und den finde ich einfach gut und deswegen unterstützen wir euch da sehr, sehr gerne. Stillhütchen benutzen oder eher nicht empfehlenswert, ist hier auch eine Frage. Also es gibt manchmal tatsächlich einen Grund, ein Stillhütchen zu benutzen. Ja, in der Regel, die allermeisten brauchen es eigentlich nicht. Ja, man sollte erstmal gucken, das Stillmanagement sich angucken, die Brust natürlich, die Brustform sich angucken. Und bei den allermeisten Brüsten und Brustwarzen ist es so, dass das Baby das gut packt und packen kann, und es ist eher manchmal ein Problem, wenn man sehr oder dass das Stillhütchen sehr inflationär vielleicht auch in manchen Kliniken gebraucht werden, weil es dann einfacher ist, ja, weil wenn doch vielleicht anatomisch was nicht so ganz ganz optimal ist oder das Kind nicht so ganz optimal in einer guten Stillposition an die Brust geht, dann ist es manchmal einfacher, ein Stillhütchen zu nehmen, dann läuft schon besser, ja, aber
In vielen, vielen Fällen ist ein Stillhütchen nicht möglich, aber nicht in jedem Fall. Also auch wir brauchen manchmal, müssen manchmal euch empfehlen, vielleicht ein Stillhütchen zu probieren. Manchmal ist es auch, weil die Brustwarze wirklich sehr flach ist oder nach innen gezogen, wo es dann mit dem Stillhütchen besser klappen kann. Wo es aber auch manchmal dann so ist, dass man es wirklich nur vorübergehend benutzen muss. Und dann, wenn erstmal die Milch richtig fließt, die Brust praller wird, die Brustwarze dann doch besser rauskommt und man dann das Stillhütchen auch wieder abgewöhnen kann. Also das kann man jetzt natürlich nur individuell sehen und am besten sehen, wenn das Baby dann da ist und dann im Management hier. Aber wir versuchen primär natürlich, euch erstmal ohne Stillhütchen stillen zu lassen. Und in einigen Fällen ist es aber auch so, dass es dann auch nicht immer verteufelt werden sollte, weil manchmal kann es auch tatsächlich helfen. Wobei man dann auch wissen muss, dass vielleicht gerade am Anfang, wenn man früh ein Stillhütchen benutzt, der Reiz an der Brustwarze, der bei euch die Hormone ausschüttet, nicht ganz so stark ist. Deswegen ist dann eine Handentleerung vielleicht zusätzlich auch nochmal notwendig oder zusätzliches Pumpen. Was ich keinem empfehlen würde, ist ein Schnuller am Anfang zu benutzen, der stillen möchte. Wenn man irgendwann eine etablierte Stillbeziehung hat nach 6 bis 8 Wochen und es auch richtig wunderbar klappt, dann kann man eventuell auch sagen, okay, ich gebe meinem Kind auch mal zur Beruhigung den Schnuller, aber gerade am Anfang, wenn man das zu früh macht, führt das zu Saugverwirrung und das ist ein ganz anderes Saugen an so einem Schnuller und dann verweigert das Baby hinter die Brust oder dergleichen. Deswegen gibt es bei uns im August da auch keine Schnuller zum Beispiel. So, ihr seht, ich bin auch im Thema Stillen mit drin, weil wir sind alle Stillberater. Wir machen Basisschulungen selber zur Still-Baby für die babyfreundlichen Mitarbeiter. Wir müssen uns alle weiterbilden. Alle neuen Mitarbeiter bekommen dann eine Schulung, die wir selber veranstalten. Wir haben mehrere IBCLCs im Team. Ich bin auch einer von denen. Und die anderen Mitarbeiterinnen, sowohl die Hebammen als auch die Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern auf der Station, sind natürlich alle Stillberater. Und wir versuchen, wenn möglich, eine Sprache zu sprechen. Aber natürlich sind wir auch ein großes Team. Und ihr müsst es uns auch mal nachsehen, wenn dann vielleicht bei einem Schichtwechsel jemand anderes doch nochmal eine andere Idee haben könnte. Weil es gibt auch nicht immer nur einen Weg. Es gibt nie immer nur einen Weg. Und trotzdem ist es so, und das ist ein Merkmal von babyfreundlichen Kliniken, dass wir halt versuchen, euch in einer Sprache zu beraten. So, jetzt abschließen, weil ich muss mal nach Hause. Ich habe wenig geschlafen, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Und trotzdem nochmal eben, da war nochmal Frage zur Wassergeburt. Also wir haben bei uns im Kreissaal einen Raum mit einer Wanne, einen Wassergeburtsraum. Wassergeburten, oder erstmal habe ich ja vorhin schon erzählt, das Element Wasser ist Entspannung und kann euch auch eine Art Schmerztherapie geben in der Geburt, gerade in frühen Geburtsphasen, so ein Entspannungsbad oder auch zu Hause, wenn ihr noch in der frühen Geburtsphase zu Hause eine Zeit seid, in der Latenzphase, gerne mal die Wanne ausprobieren. Manchmal kann man dann gut entspannen und merkt, ach, die Wehen waren noch nicht so richtig stark und gehen wieder weg. Manchmal wird es dann auch ein bisschen intensiver und ihr kommt dann doch auf die Idee, vielleicht zu uns zu kommen. Und auch hier gerne, wenn ihr eine Wassergeburt ins Auge fasst, dann erstmal während der Geburt die Wanne ausprobieren und euch mit dem Element in der Geburt auseinandersetzen und schauen, wie euch das gefällt. Wir haben eine schöne Wanne, die ist jetzt auch nicht so, auch relativ neu, seit 2 Jahren mit einem Seil. Und man kann da auch alle möglichen Geburtspositionen drin einnehmen. Und ist relativ autonom, muss man sagen. Und das Baby wird ja quasi aus dem Wasser, aus der Gebärmutter ins Wasser geboren. Also kann auch sehr, kann auch schön sein, so Wassergeburten mit zu erleben oder zu betreuen. Und einfach ausprobieren. Es gibt wenig Gründe, nicht in die Wanne zu gehen. Ja, also das ist auch mal eine Frage, wann darf ich da nicht rein? Einmal, wenn sie bei uns belegt ist. Ja, weil ich habe leider von den 4 Kreissälen Geburtsräumen, die wir haben, im Kreissaal ist einer nur mit einer richtigen Geburtswanne ausgestattet. Deswegen kann es auch da mal sein, wenn es eine Schwankung nach oben gibt, dass dieser Raum vielleicht doch belegt ist. Aber ansonsten ist eigentlich die PDA der Hauptgrund, nicht in die Wanne zu gehen. Ja, weil man mit einer PDA den kleinen Schlauch im Rücken hat als Infektionsquelle. Das Wasser ist nicht steril und ihr dann auch möglicherweise, auch wenn wir eine Walking-PDA haben, da bin ich jetzt heute nicht so im Detail drauf eingegangen, ein bisschen eingeschränkt seid von der Beweglichkeit. Genau, aber ansonsten gerne Wasser ausprobieren. Dann noch abschließend der Hinweis, wir haben für alle, die jetzt keine Zeit haben, in Präsenz zu kommen oder keinen Termin hier für Präsenz bekommen haben, haben wir auch in unserem Profil verlinkt eine digitale Führung, die wir auch bei YouTube drin haben.
wo ihr nochmal alle Kreissäle sehen könnt und auch die Station, wo wir so einmal durch alles durchgehen, dass ihr da auch nochmal die Räume kennenlernt. Ansonsten gerne die anderen Videos anschauen, dann lernt ihr auch nochmal ein paar Mitarbeiterinnen hier kennen, Hebammen und Ärztinnen. Und wie gesagt, wir werden jetzt dann unser Live-Videoprogramm wieder mal ein bisschen vermehren in den nächsten Monaten. Das ist der Plan zumindest, dass wir zusätzlich nochmal einmal im Monat was machen. Die Führungen finden statt zweimal im Monat. Findet ihr auch auf der Homepage im Veranstaltungskalender die Termine bis Ende des Jahres. Ich glaube, im November sind es Oktober noch einen, im November zwei, im Dezember einer. Und die fürs nächste Jahr haben wir noch nicht online gestellt. Aber in dem Buchungsportal sind die übrigens auch schon drin. Also wenn jetzt jemand für Januar buchen will, man wird dann vom Veranstaltungskalender verlinkt in das Buchungsportal und da sind auch schon die Termine fürs nächste halbe Jahr, also erste halbe Jahr 2025 drin. Ich glaube, Ende Oktober ist, nächste Woche ist ausgebucht, Anfang November ist auch ausgebucht und Ende November und im Dezember die Präsenzveranstaltungen sind noch, da sind noch ein paar Plätze frei. Allerdings vieles habe ich auch heute erzählt, was ich da auch erzähle. Und ich danke euch, viele Herzchen, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn ich den einen oder anderen von euch hier dann persönlich kennenlerne und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Ich muss tatsächlich jetzt mal nach Hause zu meiner Familie und dann ein bisschen Schlaf nachholen, bis ich morgen früh wieder hier sein darf. Also, schönen Abend, ciao, macht's gut.